Vor allem erschaffen wir so einen Engpass hier, in dem wir besser kämpfen können. Das heißt, die Zermalmer halten wir erstmal zurück und lassen das hauptsächlich die Berserker und die Orks regeln und unsere Heroes. Während die Zermalmer dann vorstürmen, sobald sich eine Lücke gibt und den Knoten einreißen. Ja, manchmal muss man in diesem Spiel auch ein bisschen strategisch denken. Ist ja auch teilweise ein Strategiespiel. Ja, lol. Was wie? Was ist? Das Gebäude ist einsatzbereit. Bitte fertig, was es sein muss. Bei Trollen können zum Glück verdammt viele an einem Turm bauen. Fertig. So, dann ziehen wir euch mal wieder zurück. Speichern hier sicherheitshalber mal. Ja. Auf meinen Folgt mir. Befehl. Sofort. Und los. Mir nach. Und dann locken wir sie mal zu uns. Vorsicht, Was Gegner! passiert? Langweilig. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Ein Gegenangriff! Schnell! Und los! Okay, einzeln sind sie nicht. Mir nach! Sind sie eigentlich Für den kein Orden! Problem. Nicht zurückweichen! Sie machen nur bei den Orks verdammt nicht viel Schaden. Zurückweichen! Tod den Feinden! Von mir aus, was Auf mein Zeichen. Sofort. Mir nach. Folgt mir. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Die sollen sie weggehen. Sind überall. Nicht zurückweichen! Wo ist meine Keule? Schlagt sie zurück! Tod den Feind darf ich tauschen! Was ist passiert? Schließt die Reihen! Clanbrüder zu mir! Schlagt sie zurück! Ein Gegenangriff! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten! Clanbrüder zu mir! Weggehen! Die meinen es ernst! Schlagt sie zurück! Ein Gegenangriff! Okay, man merke, es geht. Schließt die Reihen! Was da standen? Die meinen es ernst! Sehr verlustreich zu. Wo ist meine Keule? Tod den Feinden! Darf ich töten? Kommen die her! Clanbrüder zu mir! Was ist? Die sollen weggehen! Die meinen es ernst! Schlagt sie zurück! Ein Gegenangriff! Was ist passiert? Die meinen es ernst! Wir sind aber ihren Spawner losgeworden.
Tod den Feinden! Ich fühle sie. In Deckung! Oh, der Frost steht uns auch noch im Weg. Ihr könnt mich nicht besiegen! Was denn? Nicht zurückweichen! Warum habt ihr mich gerufen? Die Rune so? Befehl. In Deckung! Die meinen es ernst! Oh, hi. Wir werden angegriffen! Tod den Feinden! Wir werden angegriffen! Ja. Sofort! Auf mein Schnell. Zeichen! Warum habt ihr mich gerufen? Ich fühle sie. Auf meinen Befehl! Kämpft, Männer! So, ich... Was ist passiert? Der Frost sollte eigentlich auch keine so große Chance gegen so viele Werfer haben. So. Auf meinen Befehl. Holen wir uns unsere Helden erstmal wieder. Dann switchen wir hier durch. So, hier hätte ich gerne die vier Berserker erstmal wieder, die ich verloren habe. Und bei den Orks. 4 Trommler und 6 Brander erstmal. So. Hier. Warum habt ihr mich gerufen? Was ist? Warum habt ihr mich gerufen? Auf mein Kommando. Bereit und los. So, und ihr tretet auch mal den Rückweg an. Vorwärts. Auf mein Zeichen. Hier. Mir nach. Dann kümmern wir uns als letztes noch um die Riesen. Gut, währenddessen. Dunkelelfenarbeiterrune. Ist schon mal drin. So, jetzt haben wir eigentlich nur Gebäude. Was schon mal toll ist, wir haben den Steinbruch. Das ist unser Hauptsammelgebäude. Wir haben den Onyx-Schrein. Der sammelt Aria. Das kleine Haupthaus. Und 2 Verteidigungsgebäude. Nämlich den Hexerturm und den Geistbrecher. Und mehr haben wir nicht. Und mehr kriegen wir auch erstmal nicht. Das hat mich nämlich total irritiert auch, als ich das erste Mal Dunkelelfen dann gespielt hatte. Also als ich an diesem Punkt hier angekommen war. So. Und das sind keine Brander, das sind Totems, die ich da ausgebildet habe. Krieg! 3 Stück, okay. Dann machen wir jetzt 6 Brander und noch 2 Totems. Also 2 Totems. Und 6 Brander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Oder? Ja. Ich mach wieder 4 Zermalmer und da machen wir noch ein paar Berserker lieber. Wobei, nein, nehmen wir Schleuderer. Mehr Fernkämpfer.
Ja, ich habe viele Truppen verloren, aber durchs Heilen konnte ich wenigstens sie etwas länger am Leben halten. So, Veteranen, so viele es geht noch. Oder wenigstens sie auf 15 bringen, also 10 Veteranen. Zu euren Alles Dienst. Klar. Was ist? Was? Wie? Was ist? Gucken wir mal kurz den Ring an. Meisterring. Diebring. Wendigkeit, Geschicklichkeit. Da ist der Malachi besser und Ludwigs Ring ist da leider auch besser. Also, weil ich gerne was gehabt hätte, was Charisma gebracht hätte. Also eigentlich gerade der Einsiedlerring. Aber ja, die Ausdauer und so, die ist auch nicht schlecht von dem Ring. Mal gucken, was wir da oben finden. Silberschlange ist auch kein schlechter Ring. Nee. Die können wir den Mentalistin dann geben, wenn es soweit ist. Werden hier noch. Ja, gut, hier werden noch ausgebildet. Dann packen wir doch 5 Werfer dazu. Was wünscht die Rune? Während wir auf die Veteranen warten. Das sollte eigentlich dann reichen, um die Riesen hier und den Sturmruf, Sturmfaust, nicht Sturmrufer, zu töten, zu besiegen, zu fällen. Das sind ja Riesen, die kann man fällen. Ich weiß nicht, ich mag Trolle in diesem Spiel irgendwie. Auch wenn sie nur primitivste Waffen benutzen. Aber ich weiß gerade gar nicht... Nein, sie benutzen gar keine Spezialressource, weil das beides die Dunkelelfen brauchen. Okay. Wir werden nämlich gerade so ein, Dunkelelfen brauchen Aria und Mondsilber. Deswegen haben die Trolle gar keine Spezialressource. Auf mein Zeichen. Auf meinen Befehl. So, das sind Orks. Trolle dann separat. Trolle sind halt aber auch sehr primitiv, wenn man sich so ansieht. Dong. Weil da sehen selbst Ork-Gebäude ein bisschen besser konstruiert aus.
Abgesehen vielleicht vom Keulenschnitzer. Wofür auch immer der so große Keulen herstellt. So, sind wir durch? Nein, wir brauchen... Ach, wisst ihr, was ist... Ja. Wisst ihr, was ist jetzt egal? Ich nehme, was ich habe. Ich rieche Blut. Auf mein Kommando. Mir nach.